Hey ihr Halunken und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Minecraft für Anfänger. Um genauer zu sein, die zweite Folge. Und bevor wir jetzt hier anfangen, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt erstmal ein neues Crafting-Rezept. Ganz genau, ein neues Crafting-Rezept, was ihr immer brauchen werdet. Und zwar benutzen wir wieder unsere Werkbank und benutzen sie genauso. Wir legen unseren Eichenstamm wieder herein, machen uns Eichenholzbretter, machen aber immer schauen, ob keine Monster in der Nähe sind. Dann legen wir die so an und die drei Wolle oben drüber und zack, wir haben ein Bett. Und da, das könnt ihr auch wieder platzieren und mit Rechtsklick könnt ihr da dann wieder schlafen gehen. Das heißt, wir können jetzt, hier seht ihr, wir sind jetzt aufgewacht und es ist direkt wieder Tag. Das ist perfekt. Das heißt, am Anfang, bevor es Nacht wird, unbedingt drei Schafe töten, damit ihr drei Wolle bekommt. Wenn ihr mehr solcher Episoden sehen wollt, smasht unbedingt mal den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr wollt, dass dieser Creeper uns nicht in die Luft springt, bitte gehen Sie jetzt. Schießpulver. So Leute, bevor wir uns mit diesen ganzen Monstern und so beschaffen, werde ich euch jetzt erstmal zeigen, wie ihr Nahrung bekommt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unser gebratenes Hammelfleisch, aber glaubt ihr, das wird reichen für die nächsten Tage? Ich denke eher nicht. Klar, man könnte immer wieder zu den Schafen gehen und sie töten, aber das würde uns ziemlich viel Holz zum Beispiel kosten. Das ist also nicht sehr empfehlenswert. Und genau aus diesem Grund kann man auch eine Farm bauen. Ihr habt vorhin schon gesehen, als ich das Gras abgebaut habe, habe ich Samen bekommen. Das passiert, indem wir einfach hier so Gras abbauen. Ihr seht, einen neuen Samen. Ganz viel. Wir können einfach hier das Gras abschlagen und hoffen, dass ein Samen plötzlich rausploppt. Da haben wir schon wieder einen. Leute, da habt ihr es gerade gesehen. Wir haben hier oben rechts von den Herzen 1,5 Hungerkeulen, so nenne ich die jetzt mal, Hungerkeulen weniger. Das heißt, sie sind jetzt schwarz geworden. Und auffüllen kann man die, indem man Essen isst. Das macht sie wieder mit Rechtsklick und blub, es ist wieder voll. Sehr schön, dann haben wir jetzt schon mal das Essen gelernt. Aber das wird auf jeden Fall nicht reichen, deswegen würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Crafting-Rezept. Das machen wir so. Das wäre ja eine Spitzhacke. Und nehmen wir als weg. Tada! Eine Hacke. Und wenn wir diese hier so benutzen, dann können wir auch unsere Samen dort anpflanzen. Es würde jetzt ziemlich lange dauern. Man könnte sie mit Wasser bewässern, dann würde das alles viel, viel schneller gehen. Aber wie bekommt man denn Wasser? Wasser bekommt man, indem man Wasser mit einem Eimer einfängt. Aber wie macht man einen Eimer? Leute, ich bin jetzt hier in einer Höhle. In dieser Höhle haben wir schon mal das allererste Erz. Und zwar Kohleerz. Das kann man mit jeder beliebigen Spitzhacke abbauen. Das ist kein Problem. Es dauert nun halt viel länger. Seht ihr? Holzspitzhacke, Steinspitzhacke. Also wieder der Unterschied. Ihr seht jetzt vielleicht nicht sehr viel. Aber Leute, wir können hier in unserem Crafting-Menü, das geht auch in dem Inventar, können wir mit Kohle und einem Stock 4 Fackeln auf einmal machen. Blub, ich setze sie und man sieht wieder etwas. Hier haben wir eine ziemlich coole Höhle gefunden. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Das da. Was ist das? Das ist Eisenerz.
ein neues Erz wieder. Das ist vielleicht ein bisschen viel für den Anfang, aber damit ihr Minecraft gut versteht, ist Eisenerz eins der wichtigsten Sachen überhaupt in Minecraft. Ihr werdet es immer wieder brauchen. Immer wieder. Es wird euch immer wieder begegnen und ihr werdet es auch immer wieder brauchen. So. Ihr seht ja jetzt, dass wir Fackeln gemacht haben. Eisenerz können wir bereits mit einer Steinspitzhacke abbauen. Und da haben wir jetzt Eisenerz. Viel bringt uns dieses rohe Eisenerz aber noch nicht. Ich möchte euch nur eine Sache eben zeigen. Mit einer Holzspitzhacke seht ihr, dass wir das Ganze wieder nicht abbauen können. Und es schmerzt schon jetzt. Wir haben es nicht bekommen. Das ist ziemlich blöd. Deswegen benutzt eure Steinspitzhacke dafür. Hier haben wir wieder ein neues Eisenerz. Eisenerz spawnt meistens in richtig vielen. Hier war das jetzt ein Sonderfall. Da ist jetzt nur eins gewesen. Da können wir uns aber auch wieder neue Fackeln machen, und zwar direkt 8 Stück. Und hier haben wir dann wieder Eisenerz und wir sind wieder an der Oberfläche. Das heißt, diese Fackel hat uns nichts gebracht. Dann würde ich sagen, nehmen wir dieses Eisenerz doch nochmal mit. Und wie ihr bereits gesehen habt, aus dem Kohleerz bekommt man Kohle raus, also das hier, und aus dem Eisenerz bekommt man das Eisenerz, also den Block. Das heißt, es muss ja irgendwas passieren, damit wir aus dem Eisenerz irgendetwas anderes machen können. Genau. Und dafür gibt es dann unseren lieben Ofen. So, jetzt versuchen wir jetzt mal, uns hier rauszubauen. Aber bevor wir das tun, nehmen wir noch mal das Eisen da unten mit. Ich bin gerade ziemlich weit runtergesprungen, aber ins Wasser. Das heißt, ich habe keinen Schaden dadurch bekommen. Das könnte ziemlich nützlich sein, wenn man auf einer Erkundungstour ist und plötzlich runterfällt, dann hat man immer sein Wassereimerchen dabei und kann sich retten. Wenn ihr eine neue Folge sehen möchtet, wo ich euch die ganzen Monster erkläre, lasst jetzt unter dem Video ein Like da und abonniert meinen Kanal kostenlos, damit ich weiß, dass ihr sowas sehen wollt. Leute, by the way, ihr dürft eure Base niemals verlieren. Das wäre ziemlich blöd. Gut. Das hier ist in der Zwischenzeit von der letzten Folge auch durchgebrutzelt, genau. Und wir haben das ja jetzt immer mit Holz gemacht, aber besser geht das natürlich mit Kohle. Und das Eisenerz kann man jetzt in den Ofen tun. Und ich werde euch gleich zeigen, was daraus wird. Das brutzelt jetzt hier ganz schön und wir bekommen Eisenbarren. Wieder ein neues Item. Aber wie gesagt, für den Anfang brauchen wir so viele Items. Damit ihr Minecraft ein bisschen besser versteht, die Grundkenntnisse habt. Und wie bereits gesagt, Leute, unsere Holzspitzhacke ist ja jetzt nutzlos. Das heißt, mit Eisen können wir uns eine weitere Spitzhacke machen. Eine Eisenspitzhacke. Das ist eine der nützlichsten Spitzhacken in Minecraft. Um genauer zu sein, die zweitnützlichste. Mit der könnt ihr ziemlich viele neue Sachen abbauen, die man sonst nicht bekommen würde. Leute, ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, jetzt haben wir eine Eisenspitzhacke, was können wir denn hier mit dem Rest machen? Mit dem Rest, Leute, seht ihr hier. Das ist ja eine Rüstungsplatzhalter. Und aus diesen Sachen können wir uns jetzt eine Rüstung craften. In Minecraft gibt es verschiedene Sachen an Rüstungen. Das Beste, was dich vor einem Angriff schützt, ist die Brustplatte. In dem Fall eine Eisenbrustplatte. Ihr seht, jetzt habe ich die angezogen. Und auch hier. Das beschützt euch vor Gegnern.
Es bringt euch keine Effekte, es gibt euch nur guten Schutz. Und ich würde sagen, Leute, da es jetzt schon wieder Nacht wird, können wir auch direkt schlafen gehen. Tada, und es ist wieder Tag. In der Zeit sollte unser Eisen genau wieder durchgebrutzelt sein. So, jetzt können wir aber nichts mehr mit dem Eisen hier machen. Außer vielleicht ein Schwert. Genau. In Minecraft muss man sich nämlich verteidigen können. Ihr seht, wie ich das gerade angeordnet habe. Hier ein Stöckchen. Und also ich zeige es jetzt nochmal vor, stellt euch vor, das hier wäre jetzt das Eisen und das Stöckchen. Daraus kann man dann nämlich ein Schwert machen. Statt dem Eisen könnt ihr übrigens auch Holz oder Stein machen. Aber da wir ja jetzt richtige Pros schon sind, können wir das auch direkt schon mit Eisen machen. Und damit können wir Tiere zum Beispiel viel schneller töten und schneller an Items kommen. Ich zeige euch das jetzt mal bei diesem Esel hier. Ah ne, das ist ein Pferd. Bitte lasst euch nicht einschüchtern von diesem kranken Sound. Pferde droppen Leder. Leder kann nützlich sein. Ihr könnt aus Leder übrigens auch Rüstung wieder machen. Und ihr seht, ich verliere schon wieder Hungerbalken. Ihr könnt rohes Essen übrigens auch essen. Aber ihr seht, viel bringt das eigentlich nicht. Also Leute, in der Höhle haben wir jetzt nicht sehr viel gefunden. Das habe ich jetzt auch rausgeschnitten. Oh, wir haben ein Ei. Das kommt von diesem Hühnchen. Ihr seht, blub, direkt weggeflext. One Hit. Übrigens könnt ihr da auch Effekte rausbekommen. Ihr dürft rohes Hühnchen zum Beispiel nicht essen. Das wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, Leute, weil normalerweise, wenn ihr rohes Hühnchen esst, bekommt ihr den Effekt Hunger. Leute, hier zum Beispiel ist eine Kuh und die hat uns Rindfleisch gegeben und Leder. Dann holen wir uns nochmal hier das Schaf. Schäfchen, wir brauchen leider dein Essen. In der nächsten Folge, Leute, wenn ihr ein Like abgegeben habt, also schön hier Support gezeigt habt, werde ich euch die Essensversorgung in Minecraft und weitere Erze zeigen. Wenn ihr sowas wollt, smash den Like-Button und abonniert meinen Kanal kostenlos. Denn wenn es euch nicht gefällt, dann muss ich das natürlich auch nicht machen. Gut, Leute. Ich würde schon mal jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag und tschüss!